Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Two Worlds. Okay, ich dachte mir, zuerst befassen wir uns mit den beiden Nebenaufgaben, die wir im letzten Part bekommen haben. Und deswegen gehen wir jetzt als erstes zu diesem, was ist das? Teleporter da hinten. Dieser komische, ja. Allerdings werde ich das, wie, werde ich hier das auch offscreen machen, wie ich das auch oft in Assassin's Creed gemacht habe. Also wir sehen uns da hinten. Aber vorher will ich nochmal diese komischen Gegner da hinten zerstören. Zieh deine Waffe. So. Ah. Ah, der kann sich nicht bewegen, während er zielt. Oder vielleicht muss er das erst lernen. Ne, er kann nicht. Er kann nicht, warte mal, ich ändere ihm mal die Waffe. Beim Zielen kann er nicht gehen. Das ist doof. Aber egal. Hat er keinen Mana mehr, oder? Doch, jetzt macht er wieder Feuer. Wo konnte er nochmal? Da, auf Q war ich dann nochmal zurück. Gut. Also die Animationen hier sehen noch nicht so ganz pralle aus. Und das hier ist ja, wirkt, das Campen wirkt etwas, stumpf. Ja. Und das Blut sieht auch nicht gerade realistisch aus. Also vielleicht wird das ja nochmal besser. Hey. Aber also mit dem Ausweichen, das Ganze ist auch nicht sonderlich schwer. Auch wenn ich schon wieder die Hälfte meines Lebens verloren habe, aber ich habe ja noch genügend Heiltränke. Okay. Na. So, und da hinten wäre auch schon der Teleporter. Wow, toll, cool. Wow. Ja, verfolgen mich die Wölfe nicht noch? Ja, ich bin nämlich auf dem Hinweg einmal durch einen Wolfsrudel gekommen und ja, teleportieren wir uns dahin. Yay, es hat geklappt. Wuhu. Und jetzt, komm, steh auf. Red mit uns. Benutze seine Ja, du Stimme. bist zurück. Aber du hast die Aufgabe noch nicht erledigt. Doch, habe ich. Das stimmt. Ich brauche mehr Zeit, um den Teleporter zu Hä? aktivieren. Ich hab. Was habe ich denn Ich gerade bin eben schon dabei. gemacht? Hä? Hast du an einer Waffel oder sowas? Nochmal. Ich bin noch da. Nochmal hier. Teleporter. Hä? Hat er den jetzt doch nicht gemeint, oder? Hä? Oh. Dann habe ich auch nur auf dem Zwischenweg einen neuen Teleporter entdeckt. Okay, dann geht's jetzt noch ein bisschen weiter. So, Freunde, ich habe noch was Neues entdeckt. Hier, diese Schreine, die heilen einen nämlich. Das ist ganz praktisch. Und vor allem, ich muss noch gerade gegen diese blöden Wölfe kämpfen. Aber die machen verdammt viel Schaden. Das heißt, ich muss trotzdem noch ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich werde, die bringen auch eine Menge. Ja, wie heißt das? Erfahrungspunkte. Aber wenn ich immer noch mal schön hier durchrenne und mich heilen lasse, dann geht das schon alles. Boah, auch wenn das, ja, glaube ich, nicht gerade spannend zum Zugucken aus ist. Die Wölfe sehen auch nicht gerade hübsch aus. Nee, Hochspann. Oh, ich wäre fast tot gewesen. Oh, oh Mann, wie. Na, oh, die Wölfe sind mir zu stark. Ich gehe einfach weiter. So, hier müsste jetzt aber der richtige Teleporter sein. Das hier. Gut. Quest gelöst. Das Teleporter-Problem. Gut. Gut, gut, gut. Ladezeiten sind auch schön gut. Liegt wahrscheinlich an meinem Spitzen-PC, aber egal. Okay. Mein Freund, da bist du ja wieder. Hat alles wunderbar geklappt. Ich bin sehr zufrieden. Ja. Deine Erfindung ist eine ziemlich nützliche Sache. Das stimmt. Du kannst sie ruhig behalten. Ich kann mir leicht einen neuen Auslöser bauen. Danke. Hört sich so an, als ob du mit der Entwicklung deines Prototyps erfolgreich warst. Ist deine Arbeit hiermit abgeschlossen? Also ich kann diesen Aber nein, Teleporter das war gut nur der Anfang. gebrauchen. Jetzt kann ich an meinem eigentlichen Ziel weiterarbeiten, dem Teleportstein. Hä? Ein Teleportstein? Was um alles in der Welt soll das sein? Ja, irgendwas zum Das ist Teleportieren. eine Art Mini-Porter, den du immer bei dir trägst. Oh, das Damit ist kannst du gut. die alten Teleportplätze erreichen, ganz gleich, wo du dich befindest. Du meinst, mit so einem Stein brauche ich gar nicht erst nach dem Teleporter zu suchen? Das ist praktisch, Du das ist noch hast es praktischer. erfasst. Ich würde viel um einen solchen Stein geben. Vielleicht kann ich dir dabei helfen. Oh, noch eine Aber ich habe Nebenaufgabe. so gut wie alles hier, was ich brauche. Eigentlich fehlt nur noch Magnesit. Oh, wo Ich kriege ich das könnte dir jetzt die her? Suche nach Magnesit abnehmen. Ja, gut. Oh, ich Wie hasse Sammelquests. zahle mit. Du hättest doch gern so einen Teleportstein von mir, richtig? Na klar. Die sind cool. Also gut. Ist auf der Karte eingezeichnet, wo wir die Dinger kriegen? Okay. Wo kriegen wir Magnesit? Da. Wir müssen, machen wir erstmal die nächste,
Nebenquest, die uns dieser komische Bauer da hinten gegeben hat. Oh Mann, ich hab mich so dran gewöhnt, dass er auf M-Map ist, also. Hatte ich dann gebeten, dem Pferdeschwein. Gehen wir erstmal dahin. Wir sehen uns dort. Und ein paar Gnome. Cool. Kriege ich die schon kaputt, oder? Ich glaube, die sind nicht allzu schwach. Oh Mann, der hat eine starke Keule. Oh, weg, 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 weg. Einfach wegrennen. Ich muss noch ein bisschen stärker werden. Oh, und noch mehr Gnome. Wow. Toll. Habe ich noch Punkte? Nee, habe ich vorhin alles schon weggemacht. Scheiße. Hui, aber die Welt sieht eigentlich ganz nett aus. Dup-di-dup-di-dup. Hallo. Und es hat geleckt. Leckt. Ups. Hey, nicht springen. Sprechen. Hallo. Komm bloß nicht näher. Ich warne dich. Oh, der hat brustfrei. Das ist voll hässlich. Mit so einer behaarten Brust würde ich das nicht machen. Ich sag ja, die Charaktere in diesem Spiel sind hässlich. Letzte Woche sind drei Kerle in mein Haus eingebrochen. Sie haben mir ein lächerliches Goldstück für meinen Hof angeboten und sagten, ich müsse hier raus. Oh. Und was ist dann passiert? Ich habe ihnen gesagt, sie können sich ihr Gold sonst wo hinstecken. Wohin denn? Haben sie mir die Rippen gebrochen und mir ein paar Tage Bedenkzeit. Wenn sie dir die Rippen gebrochen hätten, finde ich das noch komisch, dass du hier noch stehen kannst. Kann ich dir helfen? Wenn du mir diese Kerle vom Leibe hältst, dann gebe ich dir eins meiner Pferde. Oh, Pferde, das ist gut. Okay. Ich weiß, was du sagen willst. Die Leute von Haus Gelden tun immer so, als würden sie sich um Recht und Ordnung kümmern. Aber das stimmt nur, wenn sie ihren eigenen Vorteil sehen. Okay. Was ist mit der Bruderschaft? Haben die kein Interesse daran, ihre Zulieferer zu schützen? Du züchtest doch Pferde für sich. Meine Pferde sind zwar gut, aber nicht so krassig. Ich kann nicht sein, wenn die Gilde regelmäßig zahlt. Bla bla bla. Okay, ich muss weiter. Gut, dann lass mal diese Banditen verprügeln. Hoffentlich bin ich da schon stark genug für. Ich habe keine Punkte mehr, oder? Ich kann nochmal nachgucken. Wo hier? Skill Points? Null. Ah, ich habe hier noch einen Skillpunkt hierfür. Cool, dann mache ich mal ein bisschen mehr auf Schwerkampf. Da, hier, gut. Habe ich jetzt, ja gut. Habe ich bestätigt, oder? Ja, ist bestätigt, gut. Dann lass mal diese komischen Banditen. Wo sind denn die? Die Banditen sind, Entschuldigung. So, aus irgendeinem Grund ist das Spiel abgestürzt. Aber egal, gut. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wo ist denn das Ding auf der Karte eingezeichnet? Ich sehe hier gerade nichts. Ich habe den Quest doch jetzt nochmal angenommen, oder? Muss ich nochmal den anquatschen. Bla. Ich könnte... Ah, ich habe noch gar nicht angenommen. Gut. So, ich muss weiter. Gut. Jetzt ist auf der Karte eingezeichnet. Okay, da hinten sieht man jetzt auch. Da, rot. Gut, dann sehen wir uns bei den Banditen. Ach so, was ich auch nochmal nachgucken wollte. Wir haben ja irgendwie ein paar Zaubersprüche gekriegt. Also insofern würde ich mir die ganz gerne mal angucken. Also, was haben wir hier? Heilung. Heilung ist wichtig. Das ist wohl... Das kommt hier auf die... Wie kriege ich die denn da hin irgendwie? Das verstehe ich gerade nicht. Ah, die sind hier unterteilt. Nekromantie, Erdmagie, Wassermagie, Feuermagie und Luftmagie. Was ist das denn? Regeneration. Und wie lege ich mir die jetzt irgendwo hin? Feuerball, Luftmagie. Hä? Habe ich die jetzt kaputt gemacht irgendwie, oder? Ich verstehe jetzt gerade gar nichts mehr. Gegen... Wenn ich jetzt 6 klicke... Wie tue ich die? Habe ich die jetzt kaputt gemacht? Ach, ich habe die weggeworfen aus Versehen. Das will ich doch gar nicht. Also, wie mache ich das denn jetzt? So. Wenn ich die hier reinziehe, kann ich... Ach, die sind rot, die kann ich gar nicht benutzen. Ah, was passiert, wenn ich jetzt... Warte mal. Jetzt heilt der Kerl sich. Das ist praktisch. Also mir ist Heilung wichtiger als mein Feuerball. Okay, habe ich noch was? Also die roten können wir auf keinen Fall benutzen. Sehe ich das richtig? Nee, die sind rot, die gehen nicht. Okay, und mehr haben wir auch noch gar nicht. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich zu den Banditen. Das sieht aus wie ein Teleporter. Einfach mal angucken. Oder? Juhu, ein neuer Teleporter. Das ist immer cool. Und das Wasser, also...
ja, gut. Die Grafik ist jetzt nicht allgemein so schön. Was? Die ist kalt? Wie affig schwimmt der Kerl denn? Oh, sieht das blöd aus. Aber das Wasser ist ganz hübsch. Komm, Kumpel, schwimm schneller. So, hier müssen sie irgendwo sein. Nein, das sind erstmal nur Wölfe, aber hier müssen irgendwo gleich die Banditen sein. Da hinter dem Fels oder sowas. Dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-du, dupdi-dupdi-du. Aufbauende Texturen sind auch immer schön. Und jetzt hier Wildschweine da unten. Das sind aber keine Banditen. Hä? Wie komme ich jetzt zu den Banditen da irgendwie rauf oder so? Hä? Du-dut? Oh Mann. Ey, Kumpel. Geh da, ich will doch nur zu den Banditen hin. Hier irgendwo rein oder sowas. Ah, hier. Genau. Hallo. Hallo. Ich bin hier. Oh, die sind nicht gerade schwach. Und der kämpft immer noch so bescheuert. Ja, das kann jetzt lange dauern. Wow, Heilung. Okay, das geht wenigstens schnell, die Heilung. Wie soll ich die denn... Oh, jetzt kommen auch noch die Wildschweine. Okay, das kann lange dauern. Ich glaube, ich schneide den Kampf einfach. So ist nur noch einer übrig. Ist nicht besonders spannend, wenn ich das so sagen darf. So, ich habe für diesen blöden Kampf all meine Mana-Punkte verbraucht. So, mach mal eben Leichen flattern. Ja. Einfach alles mitnehmen. Okay, und schon ist das Ding voll. Ich renne einfach wieder... Oh, da hinten ist ein Heiltrank, wenn ich das richtig sehe. Kleiner Heiltrank. Okay, also der Quest war nicht so prickelnd. Ich könnte euch ja mal meine bisherige Meinung zu dem Spiel sagen. Also, das Skillsystem ist ja ganz nett, aber der Sound und das Kampfsystem und die Texturen und das Gesicht, die Gesichter der Charaktere ist... Rotz. Ich meine, hier guck mal, wie der Kerl kämpft. Wie der das Schwert hält. Sieht doch... Oh. Ja, jetzt kann ich nur noch hoffen, dass die Story gut wird und... Oh, da ist ja schon die Stadt. Und die Quests nicht allzu langweilig werden. Also, wir werden es ja sehen. Wo war jetzt der Kerl, der uns den Quest gegeben hat? Du, oder? Nee, du nicht. Ich grüße dich. Ja, ich dich auch. Dann auf Wiedersehen. Willkommen, Reisender. Da hinten, ach der da hinten, der war es, oder? Du? Ja, du warst das. Nee, du warst es auch nicht. Du, ach, der war da unten beim Bauernhof, habe ich ganz vergessen. Wir sehen uns beim Bauernhof. So, ich will Belohnung haben. Ja, damit. Nein, nicht heilen, sprechen. Hast du die Kerle gefunden? Ja, klar, habe ich. Ach, weil du sie schon... Du bist mein Glücksfall. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Bitte nimm eins meiner Pferde. Ja, Pferd ist gut. Nimm das Beste von meinen Tieren. Ist ja gut, so gut. Auf Wiedersehen! Oh, ja, Erfahrungspunkte, cool. Wo verpacken wir den erstmal hin? Also erstmal wieder eine Menge auf Lebenskraft. Und hier auf Stärke. Ist auch noch wichtig. Okay, was haben wir denn hier? Also erstmal mehr auf, hier. Kampf. Dann habe ich nochmal, Schießen ist noch nicht so wichtig. Defensivkampf. Das ist auch gut, dass wir ein bisschen besser kämpfen können. Gut, dann gehen wir jetzt, glaube ich, nochmal in den Ort und verkaufen unseren ganzen Krempel. Und dann werde ich auch versuchen, mich ein bisschen wieder den Hauptquests zu widmen. Wir sehen uns im Dorf. Ich probiere nochmal zu kämpfen. Vielleicht bin ich ja jetzt ein bisschen besser. Hallo. Ja, ein ganz klein wenig, aber er schlägt immer noch so schwuchtelig. Aber er hält deutlich mehr aus, muss ich gerade sehen. Aua, nicht treten. Treten ist doof. Aua. Okay. Okay, dumm, die dumm, die dumm. Einfach Button-Mashing. Button-Mashing und ein bisschen ausweichen, das ist alles. Nicht gerade spannend. Und hier mal ab und zu heilen. Wenn ich mir aber noch eine Menge auf Mana mache, dann ist das auch nicht schlimm. Dumm, du, dumm, du, dumm. Dup, die dup, die dup. Und der hat sogar nicht mal eine Rüstung an. Der müsste eigentlich sofort zersplattern. Einfach in zwei Hälften teilen. Es sei denn, die haben so eine richtig dicke Haut. Dann wäre das noch erklärbar, aber... Aua. Was hat... So. Ah, der hat wieder eine Rüstung an. So. Dup, die dup, die dup, du dup, die dup, die dup, dup, die dup, die dup. Aber ich glaube, Geld. Wenn man Geld an... Wir haben ja jetzt schon... Unser Gepäck ist ja leider schon voll, weil wir nicht so viel tragen können. Aber ich glaube, Geld, das kann man hier... Das kann man einfach so mitnehmen, oder? Ja, keine Ahnung. So.
Ja, nur das Geld. Er nimmt jetzt nur das Geld, weil Geld wiegt ja nichts, ne? Wäre schlimm. Dann würden wir wieder in einer Finanzkrise sein, wenn Geld nichts wiegen würde. Also jetzt insofern, dass Geld nichts wert wäre. Deswegen schneide ich auch meistens die Laufwege raus, weil es hier einfach nicht viel zu sagen gibt. Ein Typ, der durch eine Gegend rennt. Was soll man da jetzt noch zu sagen? Gar nichts. Aber jetzt diesen kurzen Weg muss ich jetzt auch nicht mehr schneiden. Eine Lederrüstung. Die ist eigentlich ziemlich robust. Da ist der Händler da hinten. Hallo! Lass uns handeln. So. Es ist ein guter Tag. Ja, ein guter Tag. Da möchte ich etwas verkaufen, nicht kaufen. Also erstmal die. Unsere ist besser. Ah ne, das ist ja mein Inventar. Unsere ist besser. So. Wie sieht's mit der Hose aus? Drei drin. Ah, gleich gut. Schild, können wir den schon tragen? Ja, wir können ein Schild tragen, cool. Die können wir eh noch nicht tragen, den haben wir, oder? Ja, der war schlechter, habe ich Glück gehabt. Wie sieht's mit dem aus? Bogen würde ich gern behalten. Was ist mit dem Helm? Der ist stärker, Helm, deswegen setzen wir den auf. Und dann können wir unseren alten Helm verkaufen. Was ist mit Granat? Zutat für Trank vor, behalte ich erstmal. Wie sieht's mit den Schuhen aus? Die sind stärker, also nehmen wir die. Und dann verkaufen wir unseren alten Helm. Was ist mit dem Schild? Teleportstein. Den müssen wir unbedingt behalten. Stachelfalle, glaube ich, behalte ich. Das Beil. Wie sieht's denn damit aus? Das ist schwächer. Okay. Gut. Sortieren wir. Ach, Schwerter. Schwerter. 9, 15. 7. Sind beide schwächer. Können beide weg. Gut. Jetzt haben wir 1210. Okay. Hat er irgendwie noch eine gute Waffe oder? Ne. Hat nichts. Oder? Ne. Hat nichts. Gut, den Bogen können wir noch nicht nehmen. Dann heißt es wieder Hauptquesten, also oder uns wieder den Hauptquesten widmen. Oh, jetzt bin ich wieder. Oh, wo müssen wir denn hin? Wir müssen dahin. Wir sehen uns dort. Oh, wie cool, ein Bär. Ich mag Bären. Balu der Bär. Aus dem Dschungelbuch. Der war cool. Du hast einen neuen gefunden. Ziegengrotte. Gut, hier mussten wir hin. Wo ist jetzt der Eingang? Hier muss irgendwo der Eingang sein. Und da hinten laufen ein paar Wölfe weg, weil wir so awesome sind, dass die Angst vor uns haben. Da muss der Eingang irgendwo auf der anderen Seite. Oh, ist das hier steil. Dann müssen wir da irgendwie hochklettern. Komm schon. Aua. Hat er mich von hinten gebissen? Oh, du wilde Bestie. Oh, ich dachte, ich wäre schon wieder abgestürzt. Da muss jetzt irgendwo der Eingang sein. Gehen wir oder gehe ich hier rauf? Oder? Kriegt er eigentlich Schaden, wenn er runterfällt? Habe ich gerade keinen Bock zu testen. Sonst sterbe ich wieder. Hui. Also von der Höhe hätte ich mich auch nicht verletzt wie eben. Aber von da nach da, das kann schon deutlich wehtun. Und ein Teleporter. Oh, wie geil. Die Teleporter sind cool, das gefällt mir. Und jetzt ist da der Eingang. In die Höhle. In den Dungeon. Gut. Oh, schön nebelig. Auf sowas stehe ich. Ich nicht. Ich mag nicht so Dungeon. Hallo! Ich habe dieses Treffen mit einer gewissen Ungeduld erwartet. Mein Name ist Reist Tungard. Hallo, Reist. Wir dachten uns bereits, dass du lebst, obwohl deine Schwester verzweifelt versucht, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Warum? Wenn sie nicht so stur wäre, könnte es uns ja egal sein. Dann würden wir dich gar nicht brauchen. Aber leider lässt sie uns keine Wahl. Was für? Und jetzt? Wo ist Kira? Kira. An einem sicheren Ort. Und dort wird sie auch bleiben, bis du deine Mission für uns erfüllt hast. Warum ich? Du siehst viel stärker aus als ich. Mission geben. Ihr lasst sie auf der Stelle frei, wenn ihr lebend hier raus wollt. Ja, haut ihn eins aufs Maul. Du wirst diesen Auftrag für uns übernehmen. Oder deine Schwester wird für deine Dummheit bezahlen. Ja gut, Erpressung ist schon eine miese Sache, aber... Jetzt komm schon, ich will auslegen. Ihr täuscht euch in mir. Man merkt, dass sie Geschwister sind. Ich habe schon viel zu viel meiner Zeit mit euch beiden verschwendet. Wenn du zur Vernunft gekommen bist, geh zu Ganduhar. Vielleicht kannst du ihn davon überzeugen, dass wir dir eine zweite Chance geben sollen. Oh.
Ich brauche euren Handlanger nicht, um euch zu finden. Hüte deine Zunge, oder ich vergesse die kleinen Entgegenkommen, um die Gandohar mich gebeten. Jetzt komm, sag, was ich machen muss. Ich habe keinen Bock auf eine zweite Chance. Ich will gleich machen, loslegen. Ja, ist ja gut. Erpressung ist schon eine miese Sache. Haben wir Punkte gekriegt oder können wir wieder was aufwerten? Ja, wir können wieder aufwerten. Okay. Geschicklichkeit vielleicht oder ein bisschen mehr Stärke. So, und noch ein bisschen Mana. Alles so ein bisschen gleichmäßig verteilen. Skillpunkte haben wir nur einen. Fallenstellen ist nicht so wichtig. Reiten auch nicht. Schwimmen auch nicht. Schlösser knacken auch nicht. Schleichen auch nicht. Starke Hand, was heißt das denn? Schaden erhöht um 10%. Kriegstreffer, blocken ist auch nicht wichtig. Oder blocken. Doch, dann können wir mal mit unserem Schild. Ich habe noch gar nicht unseren Schild ausprobiert. Wie mache ich den? Wie benutze ich den Schild? Ich guck mal nach. Wie geht denn das? Tastatur. Waffe ziehen. Nächste. Pferd anhalten. Springen. Rechts. Angreifen. Ich lese hier gerade jetzt nichts von einem. Vielleicht finde ich das ja noch raus. Aber das soll es für heute gewesen sein. Deswegen mache ich hier mal eine kleine Pause und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ja, deswegen mache ich hier Schluss. Bis zum nächsten Mal. Euer Jonas. Tschö.